Hallihallo, herzlich willkommen in meiner Firma Schlosserei Oldorf. Ich habe hier zwei Schrankschlössern und da sollen die Rückhaltefedern kaputt sein. Also da geht einiges nicht. Und was haben wir hier? Da wissen wir noch gar nicht, was los ist. Mal gucken. Das ist nicht der richtige Schlüssel. Okay. Da muss ich gucken, das hat eigentlich nichts. Gucken wir nachher rein. Auf alle Fälle machen wir das Schloss erstmal auf. Das heißt also, wir drehen an diesen kleinen Schrauben, die wollen nicht. Okay. Na, kommt sie? Ja. Wird die ja nicht so festgeknallt. Das muss ich mal eben sehen. Ich sollte das mit dem Schraubenzieher funktionieren. Okay, die geht. Die geht auch. So, das ist Schraube Nummer 1. Schraube Nummer 2. Die sofort in eine kleine Dose, weil sonst gehen die verloren. Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Ja. So, hier kommt meine Zange in Einsatz, die ich sauber gemacht habe, die voller Rost war. Da hat doch jemand geschrieben, ob ich zu viel Zeit habe. Oder der Laden würde ja so brummen, dass ich zeige, wie man eine Zange entrostet. Okay, darum geht es aber nicht, sondern es geht einfach nur darum, es ist kein Scherz. Es gibt Leute, die schmeißen das weg, weil das so verrostet ist. Und dann gibt es noch Jugendliche, die das auch sehen und die sagen, oh toll, das kann man so und so machen. Und wichtig ist, das, was es eigentlich mal gezeigt haben sollte, ist, dass man die Zange anschließend ölt, damit das nicht passiert. So, jetzt hole ich mal eben eine passende Zuhaltungsfeder. Eigentlich kommt da so und so eine Feder rein. Und ich habe jetzt hier mal eine Rundfeder. Das, was ich jetzt mal machen möchte, ist, Frage ist, geht das auch mit Rundmaterial? Weil das einfach irgendwie ein bisschen besser zu bekommen. Und es geht einfach nur darum, einfach das nochmal anders zu machen. Das probiere ich jetzt mal eben aus. Das heißt also, wir nehmen jetzt nicht so eine Flachfeder dazu, wie diese hier, sondern wir nehmen jetzt mal Rundmaterial. So, das habe ich jetzt hier das jetzt mal eben platt gemacht, damit das hier auch reinpasst. Und dann schlägt man dann mit dem Hammer drauf. So sieht das Ganze dann aus, dann ist das drin und dann muss man das jetzt hier so verdrehen, dass das da gleich reinpasst. Das heißt, ich schneide das jetzt einfach mal eben hier ab und dann bauen wir das da rein. So, das habe ich jetzt soweit eingesetzt mit der Rundfeder und man kann auch sehen, dass das funktioniert. Was ich jetzt nur noch machen muss, ist, dass ich das hier richtig kürze. Meistens ist das heiß. So, und damit habe ich jetzt da mal eine Rundfeder drin. Und das funktioniert sehr gut. So, jetzt mache ich die anderen auch nochmal eben fertig. Und dann setzen wir das Ganze rein und dann sollte das wieder funktionieren. So, das funktioniert auch und jetzt kommt noch der letzte und dann sollte das fertig sein. So, den letzten habe ich jetzt auch reingesetzt und dann denke ich mal, dass das funktioniert. Na. Ja, das geht.
Machen wir die andere auch noch eben rein. So, und jetzt die Federn alle drin. Und das Schloss schließt wieder einwandfrei. Das habe ich diesmal mit. Ups. Da liegt alles durcheinander. Im Rundstahl gemacht. Und es geht hervorragend. Ich könnte das nächste Mal noch ein bisschen weniger Spannung da reinmachen. Ja, das war Schloss Nummer 1 und dann kümmere ich jetzt mich mal um Schloss Nummer 2. Das werde ich jetzt auch mal eben aufmachen und da reingucken. Mal gucken, was damit los ist.